Denn jeder weiß, zur Osterfeier gibt es bunte Ostereier. Der Osterhase malt viele bunte Eier an, wie man sich da denken kann. Man kann viele bunt bemalte Eier kriegen, die in einer Ecke liegen. Alles wird mit Eiern da verziert und jedes Fleckchen dekoriert. Der Hase sich viel Mühe gibt, daher wird er auch geliebt. Viele Ostereier und Schokohasen liegen dann im grünen Rasen. Der Osterhase, dies alles versteckt, wird er Ostermorgen früh geweckt. Viel hat er an diesem Tag zu tun und kann sich da nicht ausruhen. Ist die Arbeit dann getan, steht ein Mittagsschläfchen an. Die Eier dann zum Osterfest findet man im Osternest. Ob Nougat oder Osterei, man findet da so allerlei. Der Hase über Wiesen springt und dabei ein Liedchen singt. Ist die Arbeit dann getan, fängt er sie im nächsten Jahr von vorne an.